Raumwartschule, Zwei-Zimmer-Wohnung mit Fahrstuhl. Neubau aus den 80er Jahren. Voll saniert mit Wärmedämmung. Kommen wir hier gleich in ein Zimmer, alle Zimmer westseitig, in ein Zimmer rein. Fast beide gleich groß. In ein Zimmer rein wird ein Bauch ein bisschen grünes. Liegt auf dem Fernsehturm, aber ganz wenig. Das ist in anderen beiden Zimmern besser. Ja, wir können es mal probieren. Da hinten ist der Fernsehturm. Blick auf den Park Friedrichshain, da gehen wir gleich nochmal drauf rein. Aber es ist mal ein wunderschöner Blick ins Zimmer westseitig. Ins erste Zimmer, Wahnsinn. Traumhaft schöner Blick, wunderschöne Sonne. Tolles neues Laminat. Wunderschön saniert. Da hinten ist der Park Friedrichshain. Jetzt ist der Baum natürlich Gott sei Dank schon grün. Da hat man was davon, wenn man abends nach Hause ist, dass alles schön grün ist und alles trotzdem Sonne reinkommt in die Wohnung. Wie gesagt, Zweier-WG voll saniert. Nähe Park Friedrichshain und traumhaft schöne Sonne. Aber nach 10 Wochen trüben Wetter freut man sich über jeden Sonnenschein, den man bekommen kann. Jetzt gehen wir in die Diele zurück. Da haben wir hier links hinten gleich eine schöne große Kammer. Für Schuhe, Sportsachen, Reinigungsmittel, passt alles wunderbar hier rein. Keller haben wir auch, wir haben auch separaten Fahrradkeller, ist alles vorhanden. Jetzt gehen wir durch die Diele durch. Da haben wir hier rechts gleich den Garderobenbereich. Eine Ablage oben drüber. Dann haben wir hier eine kurze Diele, sieht man, wie schön die Sonne, die Abendsonne hier schön reinkommt. Wir haben neuen Fliesenfußboden in der Küche. Wir haben, man hat gesagt, alles westseitig. Haben wir natürlich von der Küche aus auch Blick auf den Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz. Aber hier ist der Baum davor. Dahinter ist der Park Friedrichshain. Da haben wir ein Gasherd. Da haben wir die Spüle. Und rechts daneben wäre der Platz für die Waschmaschine. Da sieht man, wie schön die Sonne abends rumkommt. Wie gesagt, Gasherd, Spüle und rechts daneben ist der Platz für die Waschmaschine. Dann haben wir den neuen Fliesenfußboden. Und da hinten die Tür steht meistens bei den 80er Einheiten im Keller. Und da hinten passt ein Schrank hin oder ein Tisch. Kann man schön Abendessen, wenn man die Sonne bekommt. Hier nochmal den Garderobenbereich, da die neue Elektrik und dann nochmal die Ablage. Und jetzt gehen wir ins zweite Zimmer, das ist ein bisschen anders geschnitten, aber auch westseitig. Und die haben halt Glück mit der Sonne. Drückt schön rein, die Wolken gehen ein bisschen weg, vorne war alles noch bewölkt. Aber hier haben wir heute gerade mal ein bisschen wunderschönes Glück, dass die Sonne schön reinscheint ins Zimmer. Wie gesagt, Zweier-WG. Fast gleich große Zimmer, eins ein bisschen quer geschnitten, ein längs geschnitten. Aber alle Zimmer haben den gleichen Vorteil wie auch die Küche. Wir haben einen wunderschönen Blick auf den Berliner Fernsehturm.
Ja, geht glaube ich nicht. Da oben haben wir die Sonne mit den Wolken. Da haben wir den Fernsehturm nochmal. Das ist ja nicht weit bis zum Alex. Das sind mit der Fahrrad vielleicht 5 Minuten. Mit der Bahn vielleicht 8 Minuten. Schön Blick ins Zimmer, wie die Sonne reinkommt. Da hinter dem grünen Baum haben wir wieder den Blick auf den Stadtpark Friedrichshain. Nochmal ein Blick ins Zimmer, vom Fenster aus gesehen. Einfach nur ein Traum. Erzählt das Wichtigste noch, jetzt haben wir ein innenliegendes Wannbad, aber da hier trotz, dass wir jetzt kein Licht drin haben, das so hell schön gefliest. Hier leider ohne Borde, ein paar Borde war nicht, aber ein wunderschön gefliestes Wannbad. Dafür Blick auf den Berliner Fernsehturm. Jetzt sind wir durch die 2-Zimmer-Wohnung WG-tauglich hier wieder durch. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Nachmittag und schön gesund bleiben. Danke und auf Wiedersehen.